Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auserwählte Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem House of Brian. Und der König ist tot, lang lebe der König. Wir verlieren tatsächlich einen Titel. Also, hier steht 2, aber das ist eigentlich der gleiche, wenn ihr mal guckt. Also, Haupttitel von Halbbruder und Vasall an euch, Träger, Prinz Alet MacMurcott von Irland, Nachfolger, ne, im Herzogtum Connacht und dann das Earltum Connacht. Also das ist eigentlich ist es ziemlich identisch, ne. Wir werden mal als Hochkönig fortsetzen und pausieren das nochmal ganz kurz. Das heißt jetzt aber für uns einfach nur, wie ihr ja sehen könnt, also wir haben ja immer noch die Kontrolle über Irland, nur Connacht wird von uns nicht selbst regiert. Ja, also das haben wir einfach jetzt an den Vasallen abgegeben. Da ist dann auch die Frage für mich ganz kurz, lass mal ganz kurz gucken. Ratschak Schutz gegen Komplotte, Ratschak Schutz gegen Fraktion und Billigung des Bischofs. Ja, das müssen wir leider nochmal neu machen. Das sehen wir jetzt auch, wenn wir nochmal kurz in den Rat gucken. Das heißt, wir müssen uns bei dem nochmal einschleimen. Das gilt auch übrigens für die anderen, ne? Weil die natürlich nicht das gleiche Maß an Beziehungen hier entwickeln können. Bei dem Ratskanzler ist es so, habe ich eigentlich null Bock drauf, dass er das macht. Und ich würde lieber die Gräfin von Ormond nehmen. Und vielleicht gebe ich der auch noch den einen oder anderen Titel. Und hier, da bin ich durchaus bereit, unseren Halbbruder einzusetzen, weil er halt einfach so viel besser ist als der Alsterer. 14 ist okay, kann so bleiben. Ehefrau müssen wir uns noch, glaube ich, ein bisschen gedulden, bis unsere vierjährige Ehefrau alt genug ist. Ja. Sie ist reizend und ein Genie. Das ist doch mal, also das finde ich auf jeden Fall mal echt geil, dass man schon im Alter von 4 Jahren merkt, dass die ein Genie ist. Wahrscheinlich hat sie schon ihren Vater im Schach geschlagen oder sowas. Ich bin noch gespannt, wer von uns jetzt als erstes unfruchtbar wird, damit mir das Spiel hier nochmal ein paar Knüppel zwischen die Beine wirft. Ne? Wir sind ein zäher Soldat und Mystiker. Und da müssen wir jetzt übrigens mal gerade gucken. Das heißt also auch hier, wir kriegen wieder einen Bonus auf den Kriegsführungslebenswandel. Und ich möchte aber zuerst, also ich möchte wirklich eine Sache tatsächlich nochmal machen, nämlich die goldenen Pflichten. Und dann wechseln wir das. Denn, Moment, ich brauche die Verwaltungserfahrung. Oder nehmen wir Moment, ich muss kurz gucken. Ja, wir nehmen auf jeden Fall diesen Reichtumsschwerpunkt. Das mache ich jetzt zuerst, denn ich hätte hier wirklich gerne die Punkte erstmal. Wir haben hier, oh, warte mal, Sapeure kommt als nächstes und dann kommt schon Stratege, ne? Ist okay. Ich würde, glaube ich, sogar die Vorzüge zurücksetzen und es verteilen auf die Werte hier. Lass mal kurz gucken. Friedensannahme plus 10, das ist sehr praktisch. Und Galan, was ist nochmal? Eigenschaft Galant und die bringt mehr Prestige im Monat. Anziehungsmeinung, okay. Shit, jetzt habe ich das schon falsch ausgewählt, ne? Ah ja, okay, gut, dann ziehen wir das jetzt durch. Ist jetzt auch egal. Ich muss übrigens mal gerade speichern, weil ich, naja, wir spielen hier noch nicht Iron Man. Ich werde auf jeden Fall bald auch noch ein Iron Man Match machen. Wir sind im Teil Irland 07 oder 08 oder so, kann auch sein. Ja, jetzt habe ich da halt dummerweise das Falsche gewählt. Aber wir sollten es jetzt machen, auf jeden Fall. Denn ich möchte wirklich gerne auch hier, wo sind wir? Hampshire, ne? Das ist doch, was ist die englische Hauptstadt? Nee, englische Hauptstadt ist momentan, you are effing kidding me, wo ist deine Hauptstadt? Lol, der hat die Hauptstadt in Alençon. Okay. Ja, dann such mir da mal bitte nach ein paar Geheimnissen.
Gegebenenfalls machen wir das auch mal bei uns am Hofe. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Alter, die hasst uns immer noch, obwohl wir die gerade befördert haben. Oder das ist noch nicht hier reingekommen. Titel eingliedern, meine Gräfin Ben. Das ist eine neue Mission, die hatten wir, glaube ich, vorher noch nicht. Nick Ragenwald von Ormond wird der Aufgabe Titel eingliedern zugewiesen. Effekte bei 100%. Der Zieltitel wird de jure Teil eures Haupttitels. Wow, mega coole Sache. Okay, das müssen bestehende sein, ne? Du nimmst bitte Wales. 60 Jahre verbleibend, okay. Da stimmt aber auch was dann nicht, ne? Von 1200, okay, Moment. Wir nehmen. Sollen wir Alster nehmen? Wir nehmen Alster, oder? Geht gar nicht. Keine de jure Anpassung für Königreich Irland. Ja, es geht nur Wales. Es geht nur Wales. Okay. Wie alt bist du, Schwester? Dann hoffen wir mal, dass sie 76 wird, ne? Oder noch besser wird. Ja, hoffen wir mal, dass sie noch besser wird. Okay. Ihre Meinung müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall noch verbessern. Wodurch wird der Fortschritt modifiziert? Passive Eingliederung plus 3. Diplomatische Ratskammer, Binnenbüttel. 60 Jahre verbleibend. Okay, ja, bei der Geschwindigkeit natürlich. Gut, kenne ich noch nicht das Ding. Probieren wir aus. Was wäre das hier noch? Heimische Angelegenheiten hier. Ja, ist okay. Nee, lass mal so. Du bist noch der Entwickler in Thomond. Ja, ich wollte das ja irgendwann nochmal ausbauen, ne? Aber bitte geh dann jetzt doch auf Steuern eintreiben, weil ich nehme die Kohle jetzt mit. Das ist jetzt blöd, dass das abgelaufen ist, aber komm, mal so. Dann, genau, du musst das machen, du musst das machen. Und du bleibst bei Frömmigkeit, finde ich gut. Den beeinflussen wir auch als erstes, weil das ist wichtig, dass wir den hier auf unsere Seite kriegen. Ne? Weil sonst kriegen wir keine Steuern aus den Kirchenbesitztümern und das ist mal ein bisschen doof am Anfang. Wir können den Willi angreifen. Wir können nochmal die Nachfolgeart ändern, aber momentan ist das, glaube ich, nicht nötig. Er ist der Zweite in der Nachfolge für Connor. Ist okay. Wir werden Titel erben. Ist auch okay. Mächtige Vasallen wollen Ratsposten. Lassen wir mal noch da. Lassen wir auch noch da. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Das schmeiße ich jetzt raus. Das brauche ich nicht. Nicht vom Erzbischof gebilligt. Das kann auch raus. Gemeindekontrolle in Thomond ist okay. Wir können. Es können Titel geschaffen werden, genau. Und zwar Leinster und Meath. Und wenn wir jetzt Leinster. Schau mal, das kostet 250 noch, ne? Okay. Ja. Müssen wir noch ein bisschen warten. Wir geben ein bisschen Gas. Wir werden wieder in den Krieg gerufen. Was ist denn das jetzt wieder? Herzogtum Toskana und Herzogtum von Kärnten. Und hier die Lombardei. Böhmen macht auch mit. Okay. Der ist immerhin bei 29%. Wir nehmen das mal an. Jo, das hier sieht ganz gut aus. Oh. Oh, 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 oh. Du willst mich jetzt echt veräppeln, ne? Der ist jetzt down gegangen. Ich bin jetzt nicht mehr mit dem verbündet. Das Spiel ist manchmal echt ein bisschen asozial, ne? So, der ist jetzt beigetreten. Das ist ein Welfe. Das ist auch wieder eine nice Dynastie. Fraktion gegen uns geschaffen. Mhm. Ein Mitglied. Freiheitsfraktion will niedrigere Lehnsautorität. Unzufriedenheit ist bei 0. Unzufriedenheit ist bei 13. Ja, kann der nicht einfach jetzt mal. Kann der jetzt nicht einfach mal ins Gras beißen? Schau ich das an. Der ist 70 Jahre alt und hat einfach gesunder Körper, gesund, Schwerpunkt auf Medizin, eiserne Konstitution. Das hat das Spiel, hat ihm die Eigenschaften nur gegeben, um mich zu trollen.
So, was will der? Gegen euch eine Fraktion auf den irischen Thron bringen. Okay, schafft er niemals. Alles klar. Bei dem hier, der will Unabhängigkeit. Schwelle ist 80%. Da sollten wir uns jetzt überlegen, ob wir noch ein Bündnis bekommen können. Und da müssen wir mal gucken. Ob wir noch irgendwie unsere Geschwister verheiraten können. Weil jetzt ja gerade ein wichtiges Bündnis flöten gegangen ist, ne? Der ist stattlich, immerhin. Schüchtern. Aber Bohemond Fritz Walter. Alter, ich würde dem Typen, ich fände das mega cool, wenn der jetzt ein Stadion bauen würde und da ist einfach Fritz Walter. Ah, der heißt Fritz Walter. Okay, ich hätte schon gedacht, wenn der das dann Fritz Walter Stadion nennen würde oder so. Neun Ansprüche, drei Titel. Diesmal der nicht, ne? Der hat 7 Titel. Er ist immerhin schlau und zynisch. Gerne auch matrilinear. Und Heirat ist da. So, ich bezweifle jetzt, dass sie sich nochmal so schnell hier trauen, was gegen uns zu unternehmen. Was ich mir eher nochmal vorstellen könnte, ist tatsächlich nochmal das Truppen gegen uns ausgehoben werden. Wollen wir hier einfach mal nur die normale Armee ausheben, dass wir da so ein bisschen mitspielen können? Dauert 3 Tage, ne? Ich will auf jeden Fall mal safe nicht alle ausheben. Mach mal hier lokale Armee. Alter, wie teuer ist die denn? Okay, heb die kleinste Armee aus, die du finden kannst. Dann schickst du die hier runter. Der muss nicht viel machen. Der muss ja auf jeden Fall erstmal nur zeigen, dass wir irgendwie so tun, als würden wir ihm da helfen oder so. Wir haben einen bemerkenswerten Gast aus Biskaya. Kann das sein, dass der nur einen Wert von, ich wollte gerade sagen, wie kann das sein, dass der nur einen Wert von 8 hat, ne? Oder von 10, ne? Weil, schau ich das mal an, wie gut der ist. Und dann kriegt er nochmal 4er Vorteile in allen möglichen Geländen, ne? Also krass, aber da sind wir momentan auch noch ganz gut ausgerüstet, glaube ich. Wo ist denn unser Schiff eigentlich mit den Truppen? Die Fraktion organisiert sich. So, so. Wir halten 100 Verwaltungslebenswandel, Erfahrung, Diplomatie, Herausforderung gegen Earl Donkert. In ein paar Tagen 62%. Ich überzeuge die Fraktion davon, dass Einigkeit wichtig ist. Eine Fraktion, die Earl Conchobar von Athlon auf den irischen Thron bringen möchte, verliert 50 Unzufriedenheit. Jedes Mitglied der Fraktion gewinnt 10 Meinungen. Oder ich verliere 150 Prestige und bekomme 20 Anspannung. Was ist nochmal? Was ist der nochmal? Kenne ich jetzt nicht. So, was hätten wir hier noch? Wir
könnten dem Kohle geben, dann wäre der nicht so unzufrieden. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Ding mit der Anspannungsnummer mit. Das ist jetzt das Ereignis, was wir bekommen haben, ne? Das ist am Anfang echt immer schwierig. Am Anfang muss man sich halt so krass behaupten und ich bin mir noch gar nicht so sicher, was man da wirklich alles an Aktionen tun kann, um... Weiß ich nicht, warte mal. Was ist das hier denn? Muss ich jetzt da hinlaufen, damit er sich mal bewegt? Weil diese Armee von Prag bewegt sich überhaupt nicht. Zusätzliche Steuern, plus 90. Sehr geil. Der Ratsspitzel hat ein Geheimnis offenbart. Cool, okay, hoffentlich bringt mir das was. Aufgabe beendet. Okay, mhm. Ja, das ist jetzt blöd, dass der hier die ganze Armee da wegopfert, ne? Warum steht denn jetzt in der Lombardei rum und macht nichts? Hier steht irgendwas von der 250er Garnison. Vielleicht können wir da hinlaufen. Vielleicht kommen wir da weiter. Okay, also wir schaffen jetzt auf jeden Fall mal das Herzogtum von Leinster. Dieser Titel... Wir haben nämlich jetzt hier dieses, dieses Kleinkönigreich gedöns, ne? So, und jetzt zeig's mir nochmal gerade. So, und dann haben wir nämlich hier den, ne? Den Donkards Earl. Und den könnten wir jetzt zum Beispiel... Wir könnten jetzt hier in Leinster sagen, wir geben das Earltum... an unseren Cousin. Das wäre dann unser Kleinkönig. Hinterlistig und gesellig, okay. Wir können das auch an das Haus Runenight oder sowas geben. Aber pass auf, wir geben es mal ihm. Der hat noch keine Titel, ne? So, jetzt suchen wir dem noch ein Weib. Wir können den mit der... Wir können den mit dem Alfred verheiraten. Stimmt, genau. Dann geben wir dem noch ein Prachtweib. Geben wir dem noch hier unser sexy, hexy Prachtweib. Die hat ja auch ein Kind. So, das ist... Natürlich jetzt auch jemand noch mit einem legitimen Thronanspruch, ne? So, und du, der Typ hier zum Beispiel, der kann doch jetzt nicht mehr krapetzig auf mich sein eigentlich, weil der ist jetzt in der Zuständigkeit eines anderen, ne? Dann haben wir noch den Athlon und dann haben wir noch dich hier. Okay, dann machen wir Folgendes. Passe mal auf. Das hier gehört ja schon jemandem, genau.
Eile, genau. So, pass auf, das vergeben wir jetzt an ihn hier. Dann ist der, glaube ich, etwas glücklicher. Und dann hat er jetzt Alster. Ja, die ist so mit unserem Haus verlobt, ne? Genau. Okay. So, du bist jetzt schon mal ein bisschen glücklicher, ne? Das finde ich auch schon mal brauchbar. Mächtige Vasallen verlangen der Lä. Ja, der Typ, der nippelt auf jeden Fall ab. Du bist der Haupterbe. Ja, den müssen wir auch noch irgendwie mit unserem Haus verheiratet kriegen. Der mag seinen Vater aber nicht. Das finde ich schon mal sympathisch. Ich mag seinen Vater auch nicht übrigens. So, Mirth ist das nächste Herzogtum. Jetzt müssen wir 250 Eier sparen. Wir können eine mythische Kommunikation haben. Wir erhalten 300 Bildung für Lebenswandelerfahrung. 5 Jahre lang göttliche Führung. Es können unvorhergesehene Nebenwirkungen eintreten. Let's give it a shot. Verdächtiger Ruf heißt, dieser Charakter treibt irgendwas hinter verschlossenen Türen. Schreckenszug plus 20. Komplottstärke für feindliche Komplotte minus 20. Oder wir kriegen halt göttliche Führung und große Offenheit. Dieser Charakter gibt sich Mühe, stets offen zu Menschen zu sein. Komplottstärke plus 20. Oder feindliche Komplotte minus 20. Wir nehmen lieber den verdächtigen Ruf, glaube ich. So, ich muss gucken, wohin der Typ da läuft. Ja, der will es wissen auf jeden Fall. Lauf weg. Hau ab. Diesmal den anderen hat er abgefangen. Okay, plus 25 Meinung schon mal nice. Wie alt bist du? 61. Okay, gut. Warte mal, du bist noch in... Du bist in Connacht unterwegs. Das ist vergeudete Liebesmühe. Mach das mal lieber in... Stopp. Mach das bitte in Thomond. Warte mal, wer erklärt uns denn jetzt da den Krieg? Strutclyde? Warum? Ach, die haben einen Anspruch auf Alster? Fallen gelassen? Okay, dann hat er tatsächlich da... Sammel die Truppen. Der tatsächlich da Schweinekram gemacht. Kann ich auflösen, wenn gegnerische oder feindliche Truppen in der Nähe sind? Ja, danke. Dann komm bitte zurück. Wir heben mal hier alle Truppen aus, die wir kriegen können.
Das ärgert mich gerade. Das passt gerade echt nicht gut. Ich rufe mal den Garcia mit in den Krieg. Warte mal, der will ja irgendwo schon hier hin, denke ich. Vorteil in Wäldern und Taiga. Das ist eine Ebene. Okay. Dann greift er an. Dann muss ich gleich mal eingreifen hier. Das geht ja auch nicht, Alter. Meine Vasallen zerfleischen sich hier, ne? Das ist jetzt auch nicht so die beste Option. Befehligt eine andere Armee. Du Assi, ey, weil der gerade... Gibt's ja nicht. Weil der halt gerade gegen jemand anderen kämpft, ne? Wer ist da momentan denn am Start? Der hat einen Zweierwert. Das meinst du jetzt echt nicht ernst. Der setzt mir da ein mit einem Zweier... Chivalry-Wert rein, oder was? Junge. Das müssen wir selber richten, glaube ich. Oh, wow. Obwohl wir... Ah ja, gut, ich meine... Haha. Schade, ey. Wir haben echt super gewürfelt. Beziehungsweise wir hatten super Ergebnisse, aber er hat halt einfach viel und bessere Truppen, ne? Kacke. Okay, krank und melancholisch war er. Haben noch Ritter? Wen hat er da jetzt gefangen genommen? Ah. Okay. Den Earl von Desmond. Würde nicht annehmen. Ist mir eigentlich auch egal, ob er den annimmt oder nicht, ne? Okay, gut, lass mal das mal. Das ist jetzt nicht so gut, ne? Ja, lauf mal nach vorne zurück. Da hat er mich aber echt gut auf dem falschen Fuß erwischt. Aber da kommt unser Verbündeter auch noch mit dazu. Ja, lass ihn das mal machen.
Ach, der Vasall hat sich da von dem gewissermaßen so rausgestohlen, wenn ich das richtig sehe. Nicht so amazing auf jeden Fall. Lauf mal hier hin. Was haben wir denn hier? Spionageaffäre. Hat ja. Ja, Quintus Ritter vom Herzogtum Hönnet und Brynek in eine geheime Affäre verwickelt. Der Dude sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob er normalerweise schnell eine Affäre bekommt, aber. Moment, wo war das? Achso, ich muss erstmal hier klicken, gut zu wissen. Damit da was passiert, ne? Und dann müssen wir hier auf das Ränkelspiel gehen und dann die Druckmittel und Geheimnisse gucken, ne? Jo. 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 So, wir erpressen erstmal ein paar Druckmittel. Gut, unser Bischof ist beeinflusst. Den nimmst du mir bitte raus. Gut, ich glaube, wir haben ein paar Druckmittel gekriegt, ne? Okay. Verdacht von Hexerei? Okay. Wer ist das? Also wenn ich die 300 Punkte mache, bin ich mit dem Lebenswandel halt fast durch, ne? Aber ich bekomme 5 Jahre lang aufgebrachte Bauern. Das ist nicht so gut. Ich nehme die zufriedenen Bauern. Forderung des Anspruchsstellers. Der Earl Conchobar beginnt einen Krieg mit mir. Okay. Wir sammeln die Truppen. Halleluja, ey. Das ist so ein Spaß, nicht? Wir haben ein paar leere Ratsposten, weil die Dreckspenner da sich mal schnell verpieselt haben. Okay, gut, dann zuweisen. Also wir müssen das gewinnen und dann stecken wir die alle in den Knast. Ganz einfach. Ich habe keine guten Diplomaten mehr. Keine Truppen hier mehr rausnehmen. Das ist echt nicht geil. Mein Spitzel ist auch weg. Achso, ich habe den. Ah, ich habe den umgeswitcht. Hm, okay. Ja, dann mach ihn jetzt dahin. Anspruch fingieren. Wo soll ich denn Ansprüche fingieren, mein Freund? Safe erstmal nicht.
Das hier ist halt echt richtig scheiße gelaufen, weil der Typ halt einfach nur noch hier rumsteht, ne? Das ist echt Brain AFK KI, ne? Ich rufe den auch noch mal in den Krieg damit rein. Ja. So, der Krieg ist raus. Du machst jetzt hier mit. Kann ich jetzt noch einen mit reinrufen? Nee, ne? Bitter, ey, der kämpft viel zu gut. Ein Anspruch auf Thommen seit Monaten. Gräbt Dünet Suffraganbischof von Earl Tadr. Hanebüchene Verträge, Verfälschung, Stammbäume aus. Nun wagt es Earl Tadr auch noch so zu tun, als ob die es Earltum wäre. Okay. Und der ist jetzt aber im Knast. Okay. Verliert 30 Meinung gegenüber dem Earl Tadr. Und er hat einen fallen gelassenen Anspruch auf Thomond erhalten. Okay. Does not make too much sense right now. Aber gut. So, wenn ich jetzt hier Forderungen erzwingen würde, dann verliert ihr den Anspruch auf Alster, bezahlt Kohle. Und es passiert ansonsten nicht so viel. Wenn ich einen weißen Frieden anbieten würde, er würde annehmen. Euer Anspruch auf das Earltum Alster gilt als durchgesetzt. Wir setzen 10 Prestige ein, die Verbündeten. 10. Herzog Sidfor Map Malcolm von Strathclyde. Dann wird das nicht mehr wie ein fallen gelassener Anspruch behandelt. Gut zu wissen. Okay, dann nehmen wir ihm jetzt die Hauptstadt weg und dann hoffen wir, dass das gleich getan ist. Was ist Fahnenflucht? 73 Aufgebote von Prinz Hüvel lösen sich wegen Bürgerkrieg auf. Aua. Ah, weil der da auch mitmischt. Okay. Verbündeter des Feindes tritt dem Krieg bei. Ja, weil der halt auch nicht abkratzen wollte, der Aslak. Schaut's euch halt mal an. Der hat halt nur noch Trades gekriegt, die sein Drecksleben verlängern. Sein dreckswertloses Leben. Aufgabe abgebrochen, genau. Er kämpft jetzt hier gegen mich, das ist nicht so schön. Jo. Ich brauche bessere Beziehungen zu dir. Beeinflusse ihn mal bitte mit einem schönen Komplott. Verwundet. Mein verwundeter Vasallin. Bürgermeister Dolugus Innis. Die Eigenschaft schwer verletzt. Schade. Druckmittel ist verfallen. Ja, schade, weil ich komme halt mit meinem Dingeling nicht voran. Seid gegrüßt, Druckkönig Brian von Irland. Trotz aller Bemühungen haben meine Agenten noch keine. Okay, komm mal zurück. Das Dumme ist halt, dass ich hier den Zusatzverschleiß kriege, deswegen kämpfen meine Leute hier halt auch schlechter. Er will noch nicht annehmen, ne? Müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, ihr belagert euch mal schön hier gegenseitig. Ja, das ist so asozial, dass die halt auch direkt mitmachen, ne? Ich meine, die Meinung war bei minus 10 oder irgendwie sowas. Die war noch nicht mal richtig krass, ne?
Das war diese matrilineare Heirat mit dem Typen. Ja, okay, gut. Vorschlag abschicken, bitte. Dann rufe ich den Roger als Verbündeten mit rein. Und zwar in den Krieg. Da kann ich jeden Mann gebrauchen. Und jede Frau. So, dann werde ich jetzt hier die Forderungen erzwingen. Dann habe ich ihm die Kohle auf jeden Fall schon mal abgenommen. Und jetzt laufen wir im Schweinsgalopp hier runter. Und hoffen, dass wir rechtzeitig da sind. Und dann werde ich die Leute alle sowas von wegknechten, ey. Dann werde ich die komplett auseinanderreißen. Diese Drecksusurpatoren. Ich habe schon, also du musst halt echt immer mit diesem Drecksbürgerkrieg rechnen, weil du, oder weil dein Erbe halt so wenig meinungsbildende Politik betreiben kann. Da gibt es bestimmt, irgendwelche Traits, dass du das modifizieren kannst und dass die positive Meinung bei deinem, weiß ich nicht, was auch immer, halt dann abfärbt oder so, ne? Ja, aber es war auch von mir nicht ganz so clever gemacht. Ich hätte tatsächlich wirklich auch mal versuchen müssen, gegen zumindest einen von denen, also insbesondere halt hier gegen den Earl Conchobar MacDonnell, gegen den halt mal aktiv zu plotten oder so, ne? Also da hätte man aktiv noch ein bisschen, oder hätte ich aktiv noch mehr machen können oder müssen, ne? Ja. Okay, also wenn wir da runterlaufen, haben wir 2300 Mann. Ich bin zuversichtlich, dass wir das dann schaffen werden. Was mir nach wie vor immer noch ganz starkes Kopf... was mir nach wie vor immer noch ganz starke Kopfschmerzen bereitet, ist halt die Tatsache, dass unsere... Dass man die Vasallen noch so schlecht unter Kontrolle hat. Das ist halt noch nicht so geil. Ne, weil ich kann sonst natürlich immer hingehen und sagen, so komm, wir versuchen mal hier parallel zu belagern, aber der Vasall parkt immer seinen fetten Hintern auf meinem drauf und muss man immer eine zweite Truppe abspalten und das ist immer mit einem gewissen Risiko natürlich verbunden, ne? So, und die mache ich sowas von fertig, ey. Die kommen alle in den Knast und werden da gegrillt. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.